Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir jetzt an den ersten Korintherbrief gehen und uns da Vers für Vers anschauen, was Paulus schreibt zur Zungenrede, möchte ich gerne noch was Persönliches sagen. Alle die ich kenne, die in Zungen reden, sind mir sehr sympathische Leute. Das sind oft Leute, die viel emotionale Intelligenz haben, die sehr wach sind, die suchend sind, die mehr wollen, als das vielleicht bisher oder landläufig in den Predigten auch an Verkündigung geboten wird. Und die suchen etwas, ja? Die wollen weiterkommen und die werden in den Predigten nicht weitergeführt. Vor 25, vielleicht 30 Jahren war ich in Aachen in der Gemeinde und habe dort jemanden kennengelernt aus Äthiopien, ein Deutsch-Äthiopier, ein super netter Typ. Den Namen kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Der war sehr offen, der war warmherzig, der war freundlich. Also ein super, super netter Typ. Mir sehr sympathisch auch. Der sprach auch in Zungen. Der ist nicht in der Gemeinde geblieben. Wir haben auch gar nicht groß über Zungenrede gesprochen. Der war ein sehr wechselhafter Mensch, ein flatterhafter Mensch, würde man vielleicht sagen. Hat sich dann irgendwo anders hin orientiert, ist, glaube ich, dann auch umgezogen. Was ich damit sagen will, ist aber nur, diejenigen, die in Zungen reden, sind oftmals sehr sympathische, sehr offenherzige Leute. Und vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Meine sind so, wenn wir mal über Erfahrungen reden wollen. Es ist auch nicht so, dass ich die Reihe über die Zungenrede mache, um diese Leute zu ärgern. Ja? Und die nicht in Zungen reden, jetzt da zu bestärken, irgendwie aus Parteiungen oder so. Sondern es geht mir wirklich darum, zu sagen, das, was in der Bibel steht. Und es geht mir auch darum, dass unser Glaube, den wir glauben, nicht auf irgendwelchen Aussagen beruht, sondern auf dem beruht, was die Schrift sagt. Paulus hat das immer wieder auch, gerade auch dem Timotheus geschrieben, ja. Halte fest an dem Muster gesunder Worte, predige das Evangelium, gib das Wort weiter an die, die auch fähig sind, zu lehren. Das war dem immer wichtig. Paulus hat immer das, was er gesagt hat, auf die Schrift bezogen. Ja? Christus ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift, wie die Schrift sagt, das Gesetz sagt. Jesus hat gesagt, kein Jota vom Gesetz wird vergehen. Ja? Das Wort Gottes ist sehr, sehr zentral. Und jemand, der wiedergeboren ist, der von Neuem geboren wurde, der gläubig ist im biblischen Sinn, hat immer ein sehr, sehr enges Verhältnis zur Bibel und hält sich auch an das, was die Bibel sagt. Das ist mir eigentlich wichtig. Mir geht es nicht darum, die einen abzuqualifizieren oder die anderen jetzt besonders zu ermutigen oder irgendwelche Parteien oder meine eigene Meinung zu sagen, sondern ich versuche, das ja auch an der Bibel zu zeigen und auch, sorry, auf die Bibeltexte hinzuweisen, zu sagen, guck mal, da steht das und da steht das, wenn man das zusammennimmt, kommt das raus, sodass ihr nachvollziehen könnt, dass das, was ich sage, nicht meine Vorliebe ist, sondern das, was ich meine, aus der Bibel zu sehen. Und ihr könnt das selber nachlesen dort, ihr könnt das dort nachprüfen. Also ist die Schrift, die Bibel, die Instanz, an der wir das prüfen, was wir glauben. Auch das prüfen, was wir hören. Ich prüfe auch das, was ich höre, an der Bibel, nicht an meiner Meinung. Und wenn jemand kommt und mir sagt, guck mal, du hast einen Fehler gemacht, die Bibel sagt ja so oder so, da muss ich mich auch korrigieren, ja, so wie jeder andere auch. Wie wir das zum Beispiel in der Bibel auch sehen, bei Petrus zum Beispiel, ja. Das ist eigentlich der Sinn der Clips. Es geht nicht darum, irgendwelche Leute jetzt zu sagen, ihr seid falsch oder ihr seid böse oder ihr seid schlecht, sondern es geht darum zu sagen, das und das steht in der Schrift und daran wollen wir uns festhalten, so und so sieht der Glaube aus, ja. Deswegen nochmal, alle, die ich kenne, die in Zungen reden, sind oftmals sehr sympathische, sehr liebenswerte, sehr offenherzige Leute. Und gerade eben, weil ich die so schätze, zeige ich das aus der Bibel. Wenn diese Leute mir egal wären, würde ich sagen, macht doch, lauft, macht euer Ding. Ja? Gott hat sowas auch mal zu Israel gesagt, ja? Feiert eure Feste, füget Jahr zu Jahr. Aber das war ein Gerichtswort an Israel. Also wenn jemand gleichgültig wird dem Nächsten gegenüber, dann ist das ein schlimmes Zeichen. Ja? Aber wenn wir jetzt in der Bibel schauen, das, was die Bibel über die Zungenrede sagt, und uns an das orientieren und an das halten wollen, an dem orientieren und an das halten wollen, was die Bibel sagt, dann glaube ich, ist das gut und das ist auch fair. Ich glaube, das ist auch aufrichtig und auch ehrlich gemeint und nicht abwertend gemeint. Ja? Das ist mir sehr wichtig, das festzuhalten, das nochmal deutlich zu sagen. Wie gesagt, im nächsten Clip, das wird aber wahrscheinlich morgen werden, bis ich das fertig bekomme, schauen wir uns dann 1. Korinther 14 an, gehen auch nochmal in 4. Mose 11, schauen uns dann auch nochmal 4. Mose 12 an, weil in 4. Mose 13 die Landnahme ist. Die Zungenrede ist tatsächlich ein endzeitliches Zeichen, weil auch in 4. Mose 11
diese Sache mit den Wachteln und dem Manna war. Und in 4. Mose 13 ist schon der Einzug ins Land. 4. Mose 12 steht was über Miriam. Das schauen wir uns an. Das ist interessant, weil das auch Beziehungen hat zu 1. Korinther 14. Aber wie gesagt, als nächstes Clip kommt dann erst 1. Korinther 14. Freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wünsche alles Gute, ein schönes Wochenende und bis bald.